Ja, hallihallo und herzlich willkommen hier bei Euro Truck Simulator. Und ja. Wir legen wieder los. Ich habe geschlafen. So. Wow. Gut. Na komm. Ja, wir sind noch auf dem Weg nach Frankreich, werden das wohl dann hoffentlich in dieser Woche geschafft, nach Frankreich zu fahren. Von Italien nach Frankreich. Das wäre so ironisch, durch Monaco zu fahren. Weil das einfach so eng und klein ist. Aber ich muss sagen, dieses Spiel erfreut mich immer noch. Also ich bin relativ unhappy, sage ich jetzt mal, wenn ich mal nicht aufnehmen kann. Also wenn ich es vorhabe, aber nicht kann. Weil, keine Ahnung, mir macht das Spiel Spaß. Dann vergisst man das manchmal halt, ja, gut, ne? Könnt ihr mal wieder aufnehmen. Und dann spielst du es. Dann denkst du so, geil, cool. Ey, du bist bei Level 10, dann kannst du dir einen Dreiachser machen und... Alter, das ist richtig geil. So. Ja, mein LKW ist kaputt. Ich hatte in der letzten Folge einen kleinen Unfall, wo ein LKW vor mir plötzlich eine Art Notbremsung gemacht hat oder so. Und ich rede vor allem erst noch am Anfang letzter Folge davon, dass ich Geburtstag habe und dann alleine Auto fahren darf und bla. Dann klatsche ich da so diesen LKW um. Aber die sind mir auch alle hinten reingefahren. Also waren die auch nicht vorbereitet darauf. Und ja. Es ist übrigens immer noch mein Geburtstag. Ich nehme immer noch auf, weil ich mache ja solche Fahrten. Da kannst du, kann ja nicht zwischendurch speichern. Also ich will das auch nicht. Ich will eine Fahrt komplett durchziehen. Und ja. So, auf der zweiten Spur. Gucken, ob der LKW jetzt wieder ausgeht. Ne? Na, no, der fährt genauso los wie ich, aber der ist schneller. Ja. Ich bin selbst schon einmal mit dem LKW umgekippt und einmal hat es fast geklaut, da habe ich noch abgefangen. So. Oh, jetzt haben sie in Syrien neue Waffen. So. Raketenwerfer, die den Flugzeugen sehr gefährlich werden. Und ich frage mich einfach, wie krank das halt ist, ne? Wie die Welt so krass eskaliert. Jetzt zur Zeit. Die letzten 2, 3 Jahre. Wie sich das entwickelt hat. Wie krank. Ja. Und dann dieser deutsche Heini da, der einen auf Islamist macht oder was auch immer. Ey, so ein Spacko. So ein Spasti, ey. Nur weil er mal ein bisschen Bartwuchs hat, weißt du, tut er gleich einer. Ich bin ja der oberste Bin Laden-Nachfolger oder was. Und oh. Du meinst, wenn ich hier irgendwas vermische oder so, aber das ist einfach so dumm.
Jetzt muss ich wieder schön Geld bezahlen, ey. €19. Ja, jetzt kommt gerade wieder Ukraine. Was ist denn da überall los? Jetzt haben wir genießen erstmal, dass wir in Frankreich sind. Jetzt, bonjour, mes amis. Willkommen in Frankreich. Schon wieder so etwas alpig hier, das ist schon geil. Das war halt... Ich wollte eigentlich gar nicht rüberfahren, aber ich habe halt schon geblinkt. Hier drüben sieht man das auch. Das war halt dann schon in Österreich, Italien schon krasser. Schon richtig geil. So, wenn wir jetzt hier vor mir nochmal Gas geben, wäre ich sehr verbunden. Na komm. Ich merke halt, mein Controller spackt richtig ab gerade. Was ist denn los? Müssen wir mal kurz dann rüberfahren. Das war ein total anderer Knopf jetzt für den Blinker. Was? Leute, das ist gerade echt... Es ist gerade irgendwas. Ich bin glaube ans USB-Kabel gekommen. Was ist mit dem... Was ist los? Was ist los? Ich muss mal ganz kurz hier an der Seite halten. Und wir sehen uns gleich wieder. Ich habe das Problem gefunden. Ja, mein Controller. Der USB-Stecker, der war nur noch halb drinne. Halb. Also der hing wirklich so richtig schief. Der hing wirklich richtig, richtig schief drin. Und ich hoffe gerade wirklich, dass ich aufnehme. So, ich müsste eigentlich meinen Timer wieder anmachen. Jetzt habe ich es übelst verpennt. Scheiße. Hier ist wieder unbegrenzt. Wir dürfen 90 fahren in Frankreich. Jetzt könnte ich mein Handy schnell entsperren. Ich blinke. Ich bin auch rübergefahren. So. Okay. Huh. So. Das war gerade eine Aktion, ey. Ja. Nun denn, Frankreich, willkommen. Noch 2 Stunden 14. Warum spielt denn jetzt immer jemand hier Battlefield? Kann er sich nicht entscheiden oder was? Gleich mal meckern dann mit meinen Jungs hier, was denn los ist. Also entweder nehmen sie auf, sei es SimCity oder Battlefield. Aber hallo. War. Man hört hier in diesen Dokumentationen, ich bin immer noch zu faul umzuschalten,
so Begriffe, wo man sich denkt, das hast du schon mal gehört? Jetzt weißt du endlich, was es ist. Es ist schon, wir sind schon wieder, es ist schon wieder 20:44 Uhr im Spiel. Was ist denn los? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich euch schon gezeigt habe, dass wir hier vorne zwei Schilder am LKW haben. Die kann ich euch dann später gleich mal zeigen, was da, oh Gott, was da drauf steht. Und ja. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt auf Level 10. Ich will das unbedingt, dass wir einen Dreiachser haben. Und einen neuen Motor. Damit wir so richtig überdrehen können und übelst große Lasten fahren können. Schwertransporter. Und ich habe bei manchen Let's Plays gesehen, dass es da irgendwie Winter ist und dass sie da riesige Dinger rumfahren. Aber das sah halt auch gemoddet aus und ich weiß echt nicht, was ich da, sage ich mal, glauben soll. Und ja. Mann, warum ist denn immer dieses Battlefield-Geharze so krank? Ich kann mein Internet nicht ausmachen, weil da sonst das Spiel hier mich ficken würde. So ein bisschen. Ist übrigens ein Steam-supportetes Spiel. Also wenn ihr es haben wollt, holt es euch bei Steam, das war erstmal mein Angebot, in einem riesigen Paket mit Euro Truck Simulator 1, Euro Truck Simulator 2, Bus Driver, Scania Truck Driving Simulator, und noch vielen anderen. Das war cool. Also da habe ich mit Scania angefangen, mit dem Truck Driving Simulator da. Und das war schon ein relativ cooles Ding. Den altesten übelst die Berge. Und ja. Oha, Baustelle. Denken aber nur selber, ich fahr 50. Scheißes Überholverbot. Warum sind wir denn immer nur so an Regeln festgebunden? Komm, jetzt fahr rüber. Jetzt zieht er bestimmt ab. Ich. Alter. Na 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 na. Ach ja. Ich kann nämlich gerade wirklich nicht einsehen, ob ich aufnehme. Ich habe gerade richtig Schiss. Und wenn ich aufnehme, kommt das richtig dumm im Video jetzt gerade, dass ich einfach Angst habe, dass es nicht aufnimmt. Und ja. Öcken, Alter. Die Franzosen haben den Arsch offen. 80 Euro. Was ist los? So, 90 km/h. Fahren wir doch gleich. Ja, ich würde sagen,
dass wir diese Fahrt so locker schaffen. Und wenn nicht Level 10 sind, ey, dann ist die Folge wieder mal, dann ist die Folge wirklich relativ kurz. Was willst du machen, ey? Ich hoffe einfach nur, dass wir jetzt Kohle kriegen, ein Level aufsteigen und ich einfach mal noch eine Achse hinten dran hauen kann. Das finde ich so schön. So, wow. Wow. So. Lyon. Oho. Zwei Fragezeichen in dieser Stadt. Ich würde mal sagen, zum Glück sind wir mit dem eigenen LKW hier. Weil da können wir dann nach der Lieferung noch mal kurz rumfahren. Wir sind eh in die Werkstatt. Okay, Licht war an. Alter, langsam ist es echt zum Kotzen. Ich muss echt mal Bescheid sagen, wenn ich aufnehme, dass sie das nicht so oft machen sollen. Hier müssen wir. Da müssen wir rein hier. So, abbremsen. Chill dich und die Kurve. Ich habe jetzt aber allerdings keine Lust, irgendwie hier einzuparken, Kraus. Zack. Bitte Level 10. Ja, Leute, wir sind Level 10, da kann ich euch noch ein bisschen was zeigen. Oh. Ich bin nicht so ein Just-in-Time-Fan, ich bin eher für die Weite. Gut. Auf geht's in die Werkstatt. Jetzt sieht's gerade aus, als hätten wir alle Lampen an. Ah, na, hier sehen wir es vorne. Da ist ein Schild bei mir Julian und sein Beifahrer Sam Hobbs. Die Hurve ist schon relativ cool. Was haben wir hier gefunden? Ein Renault-Händler. Abkommen, wir müssen darüber. So um die Kurve. Sauber abgebremst, aber. Zack. Erstmal Wartung. Reparieren, das war teuer.
So, jetzt. Jetzt hier. Alter, jawohl. Ich habe nicht genug Geld. Aber oh, guckt euch das an. Das ist doch ein Frachtschiff, ey. Warum ist mein LKW jetzt weiß? So, hier nix. Hier gibt's ein paar neue Sachen. Gut. Gucken wir kurz außen, was wir neu haben. Gar nichts. Türgriffe. Aha. Können wir uns noch leisten. Zack, Einkaufswagen. Vorne. Haben da gute Reifen drauf. Hinten. Selbes Spiel. Oh, die Verkleidung ist irgendwie nicht dran, ne? So, Nummernschild. Rundumleuchten kann man Sublevel 12 anbringen. Was ist denn los? So groß mit der Maus arbeiten, das ist das hier zu. Na? Wie habe ich mein LKW so geil lackiert gekriegt? Jetzt hat gerade meine Festplatte ausgehebelt. Jetzt schon wieder. So, das machen wir noch. Nächstes Mal und wir bestellen erstmal das. Lackierer, ja man doch. Kann man ein bisschen auf die Kacke hauen. Was haben wir hier? Oh, das hat man vorher. Okay. Das kommt aber richtig cool, die erste Farbe. Machen wir die mal knallgrün. Oder wir machen die schwarz. Schwarz. Das Orange machen wir knallgrün. Und das Gelb. Grau. Geil. Nehmen wir so. Wird bestellt. So. Ich würde sagen, wir haben kein Geld mehr. Dafür einen umso geileren LKW. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo das war. Hier. 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 Zack. Und nicht jetzt? Jetzt, oh. Geil. Hinten gibt's so ein Unterschlupf-Shit. Das ist der Simon Ops LKW.
So, ich weiß, das Ding gehört mir nie. Der lenkt so langsam. So, aber ich würde mal sagen, haben wir einen neuen LKW. Und ja, das heißt, wir sind in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein. Bis zum nächsten Mal, lasst was Positives da unten. Das ist Folge 10 hier mit Julian und Eurotruck Simulator und ich blinke. Und ja. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal, dann mache ich auch das mit Steam und Origin, das kriege ich hin. Und ich sag den Leuten Bescheid, Leute, ich nehme auf. Es tut mir wirklich leid, dass das im Video vorkam. Ich kann auch nicht einfach ein Video neu anfangen. Das ist das Problem. Wenn du einmal fährst, fährst du. Aber naja, wir wollen jetzt ja nicht den Teufel an die Wand malen. Eher noch einen Screenshot machen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video hier mit Julian. Bei den Simon Ops. Ciao. In a life there's many hills to climb, and sometimes you'll get in a bind, but the day will come that'll bring you luck.